Gut, dann wende ich, dreh dich mal. So, Achtung, ich fange an den an dem Bein fange ich erstmal an, ne? In diesem Video werde ich an meinen Beinen und Füßen mit einem Massagestab massiert. Ich litt bei meiner Geburt an Sauerstoffmangel. Dadurch bin ich körperlich schwer behindert. Diese Behinderung nennt man infantile Zerebralparese oder auch Bewegungsstörung. Mein Körper gehorcht mir nicht. Ich kann nicht laufen, nicht selbstständig essen und für fremde Personen nicht verständlich sprechen. Ich bewege mich eigentlich immer und unkontrolliert. Nur äußerst selten kann ich still liegen, so wie es in diesem Video zu sehen ist. Die Beinmassage lässt mich locker werden und mich entspannen. Damit habe ich nicht gerechnet, denn je mehr ich stillhalten möchte, desto mehr bewege ich mich. Das ist so, als würde jemand anderes meinen Körper kontrollieren und er will nicht, dass ich stillhalte. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einem anderen Video. In diesem erzähle ich in einem Vortrag über mein Leben mit dem Beweger, der infantilen Zerebralparese. Ich kann auf meinem Wasserbett bequem auf dem Bauch liegen, da sich das Wasser meinem Körper anpasst und nachgibt. Mit einer normalen Matratze ist das nicht möglich. Wie zu sehen ist, sind meine Beine ziemlich dünn und meine Beinmuskeln fast gar nicht vorhanden. Die Muskeln in meinem rechten Bein sind etwas ausgeprägter als links. Damit man mir meine Hosen hoch und herunterziehen kann, drücke ich mich immer mit dem rechten Bein im Rollstuhl hoch. Deswegen sind die Muskeln rechts etwas trainiert. Das rechte Bein kann ich besser steuern. Ich kann meine Beine nicht durchstrecken und bin nicht in der Lage, gerade zu stehen, selbst wenn mich jemand hält. Meine Füße sind nur äußerst selten entspannt. Aus diesem Grund ziehe ich seit 2002 keine Schuhe mehr an, da es sehr unangenehm ist, wenn meine Füße in den Schuhen verkrampfen. Da schmerzen mir meine Zehen. Ich fahre überall in nur bestrumpften Füßen hin. Wenn es kalt ist, ziehe ich zwei Strumpfhosen und zwei Paar warme Socken übereinander an. Der Massagestab an meinen Füßen ist sehr angenehm. Die Vibrationen lockern und entspannen meine Füße und es kribbelt schön. Durch das Massieren werden meine Füße warm, denn meistens sind sie kalt. Sie werden bei mir nur im Sommer richtig warm. 2020 bemerkte ich, wenn meine Beine und Füße warm sind, werden sie total locker. Seitdem achte ich mehr darauf, dass sie nicht kalt werden. Wow.